Elektrodresden warst lange, guten Tag. Ach, Herr König, wie geht's Ihrem Haus? Einige Monate sind vergangen und Herr König kann mit der Elektrofirma einen genauen Termin zur Installation seines Hausanschlusses vereinbaren. Also am 30.10 Uhr bei Ihnen auf der Baustelle. Bis dahin, wiederhören. Damit beginnt der Meister nun mit der genauen Planung. Zunächst klärt der Meister mit dem Netzbetreiber die Position des Zählerschranks für den Kunden König ab. Ja, guten Tag, Herr Meier, hier ist Lange Elektrodresden West. Ich wollte nur. Bei der Planung gilt es, die technischen Anschlussbedingungen, kurz TAB, zu beachten. Da hat sich jetzt unsererseits nichts weiter geändert. Der Hausanschlusskasten bleibt so wie vorgesehen. Und wir würden das jetzt bauen, wenn ihrerseits keine Probleme bestehen. So muss zum Beispiel der Zählerschrank in einem allgemein zugänglichen Bereich installiert sein, zum Beispiel im Hausflur oder im Keller. In dem Bauplan wird dann der Verlauf des Kabels vom Hausanschlusskasten bis zum Zählerschrank eingezeichnet. Jetzt vereinbart der Meister einen Termin mit der Tiefbaufirma. Guten Tag, Herr Opitz, hier ist Lange Elektro Dresden West. Es geht nochmal um dieses Bauvorhaben König. Diese soll bis dahin einen Graben für die Verlegung des Kabels ausheben. Gut, ich höre von Ihnen. Wiederhören. Zudem plant der Meister, welche Materialien für die Elektroarbeiten benötigt werden und teilt sein Personal ein. Hallo Patrick, ich sehe, du hast den Zählerschrank schon gefunden. Ja. Ich habe dir mal die Materialliste noch für die Familie König. Nachdem der Meister alle Unterlagen für die Bauakte erstellt hat, bespricht er den Auftrag mit einem Gesellen. Gut, wenn du Fragen hast, meine Telefonnummer hast du, dann rufst du an. Gut. Bevor der Geselle mit der Durchführung der Elektroinstallation beginnen kann, packt er die benötigten Materialien und das Werkzeug zusammen und fährt zur Baustelle.